Willkommen zurück, meine lieben Freunde, bei meinem Let's Play Arcanum. Das letzte Mal war ja keine. Also die letzte Aufnahme war ja nicht besonders erfolgreich. Wir haben es geschafft, uns einen Fluch an den Hals zu legen, der uns 2 Charisma gekostet hat. Das war so ziemlich das Schlimmste, was mir passieren konnte, nachdem ich so viel schon in Charisma investiert gehabt habe. Das ist sehr ärgerlich. Und man kann das auch nicht wirklich rückgängig machen. Da ich auch keinen älteren Spielstand habe, weil wir nicht so spielen, können wir auch nicht zurückgehen. Naja, ich verdammt. Auf in die Uni, vielleicht kriegen wir da irgendwo irgendwas. Ich habe nachgelesen, ob man es rückgängig machen kann. Kann man nicht. Aber es gibt hier irgendwo einen Panari-Tempel, wo man sich ein Amulett klauen kann, das das Charisma erhöht. Na gut. Hallo, Herr Gnome City Trader. Be quick about it. Hello, sir. Might I ask who you are? I am Benjamin Gershwin, Doctor of Phrenology. Ah, Phrenologe. How can I be of service? Nice to meet you, Benjamin. Did you say Phrenology? Herrschaften, für die, die es nicht wissen, Phrenologie war die Wissenschaft der Kopfform. war tatsächlich im späten 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts sehr weit verbreitet und ist ein bisschen deswegen in Verruf gekommen, weil es verwendet wurde, um zu zeigen, dass Rassen unterschiedlich weit entwickelt sind. So haben Phrenologen festgestellt, unter Anführungszeichen natürlich, dass Schwarze weniger weit entwickelt ist, weil ihre Kopfform nicht so weit entwickelt ist wie die von Weißen. Die Nazis haben das sehr betrieben, auch Phrenologie, obwohl bereits Anfang des 20. Jahrhunderts relativ bald klar war, dass das nichts miteinander zu tun hat. Also, Phrenology, it's a science of the head. You see, every man and woman's head is characterized by different bumps and ridges. Through studying these, I attempt to extrapolate the personality of the individual involved. It's dreadfully interesting and phenomenally accurate. Ja, natürlich. Will you read my head? Surely. Here, if you'll just lower your head and turn to the right. Ah, oh, quite interesting. I would surmise, unquestionably, that you are indeed a half-elf. Your powers amaze me, Benjamin. Das war jetzt fast nicht sarkastisch. Yes, yes, I know. But remember, it's not me, it's science. And phrenology is the science of the future. Na, schauen wir mal. Of course, what are you currently working on? It's interesting that you ask. I'm looking to acquire the skulls of Qin and Xin, the famous Ren-R Siamese twins, for my studies. They were elfish debutants who were joined at the hip their whole lives. Scandalous characters as well. Stories of their exploits still float around the elite Tarantian social circles. Acquire them. Where can these skulls be found? Well, that's going to be a bit of a problem. Perhaps you could help me with it. They are interned in a mausoleum in the Tarant Cemetery. I'll pay you 100 gold pieces for your trouble. Ah, da waren wir sogar schon drinnen. Wait, you want me to rob a grave for you? All in the interest of science, my boy. All in the interest of science. Just think about the advances that could be made from just the one little indiscretion. Well, since you phrase it so eloquently, I'll do it. Thank you so much. The information in these skulls might very well unlock the final phrenological secrets, help us to gain insights into the workings of the human mind. I'm sure they will. Goodbye. Okay, dort haben wir damals diesen Zettel gefunden, glaube ich. Das war der Grund, warum wir mit dem Mr. Caesar da sprechen konnten. Mal schauen, was ist das für einer? Ancient Diagram. Mal schauen.
Okay, was auch immer. Das ist ein Elf. What do you want? Greetings, sir. Might I ask who you are? I'm Professor Aldous Buxington. And I am the head of the religion department here at Tarrant University. Also Religionsforschung gibt es offensichtlich auch dort. And you are? I am Odo O'Connor. Might I ask you a few questions? Certainly. Tell me about what you do here. Me? Oh, I've been here at Tarrant University for many years. Mostly I teach classes, but I still do a fair bit of research when I can find the time. What sort of... ein typischer Professor, also. In Wirklichkeit will er Research machen, aber er muss irgendwelche widerlichen Studenten unterrichten. Currently I'm studying the older pagan religions of Arcanum. As I'm sure you are aware, the Panari have been the favored religion in Arcanum for the last 1500 years. But in the years before the Age of Legends, there were many religions and many gods. Each of the races had certain gods that they prayed to, and those gods are what I've been studying. Tatsächlich ist das nicht unwichtig. Ich kann mich erinnern, man kann dadurch nette Boni bekommen, wenn man das richtig macht. I see. Could I ask you a few questions about the pagan religions? Of course. Tell me about the pagan gods. There were 12 pagan gods in all. 8 lesser gods, one for each of the 8 races, 3 greater gods, and the All-Father. Offerings were made to the gods in hopes of getting their blessing, and each god demanded a different offering. I've done quite a bit of research on them. I wrote a book about them. Would you like a copy? Na klar, das wird uns noch helfen. Here you go. He gives you the book. Is there anything else I can help you with? I have a few more questions about the pagan religions. Are there still pagan temples? Yes, there are still individuals who worship them as well. Both the Order of Halcyon and the Cult of Geshtiana are examples. Most of the ancient pagan temples are in ruin now. But you can still find them scattered throughout Arcanum, and some still have their altars intact. Ah, okay. Und ich glaube, man kann alle 12 Tempel finden. Also es gibt für jeden Gott einen Tempel. Und man kann auf jeden dieser Tempel eine Opfergabe darbringen, was einem dann einen gewissen Boost bringt, soweit ich mich entsinnen kann. Oh, schauen wir mal, was weiß er noch drüber. Do you believe in the pagan gods, Professor? He gives you a shrewd glance. Do I believe in them? That's an interesting question. I've studied almost everything there is to know about the pagan gods. I've visited some of the temples, even made an offering or two. All I will say is this. I've seen enough to know that these ancient beliefs are not to be trifled with. Tread lightly among the old gods, my friend. Okay. Das heißt, er will sagen, sie haben einen Einfluss. Gibt es noch eine Frage dazu, die ich noch nicht gestellt habe? What is this diagram on the wall? Ah, yes. We call that Masarin's mystery. Who was Masarin? Masarin was an elven mystic who did his share of research into the old religions. About 300 years ago, he wrote the Book of the 12 Powers, which was a fairly cryptic analysis of the pagan religions. According to Masarin, there was some sort of a deeper connection between all of them. What do you mean, deeper connection? Well, Masarin believed the gods and their powers were somehow interwoven, and this diagram is supposed to explain how they are related. Certain gods don't get along with other gods. So-and-so begets so-and-so. Get blessed by this fellow and that fellow curses you. That sort of thing. I see. Can you explain the diagram to me? There is an excerpt from Book of the 12 Powers that might help to explain what it means. But no one has
ever been able to solve Mazarin's mystery. That excerpt is in the book I wrote. I already have one. A few more questions, blah 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 blah. Okay. Soweit ich mich entsinnen kann, müssen wir die einzelnen kleinen Götter machen und dann den großen, der da dabei ist. Die kleinen und dann den großen. Die kleinen und dann den großen. Sowas in die Richtung. Und dann am Schluss zum Allvater gehen. Also zum Beispiel zuerst den hier, dann den hier, dann den hier, dann den hier, dann den. Dann hätten wir quasi diesen Kreis abgeschlossen. Und dann den hier, den hier, den hier, den hier, den. Dann haben wir diesen Kreis hier abgeschlossen. Und dann am Schluss den, 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 den und den. Dann haben wir diesen Kreis abgeschlossen. Und wenn wir die alle haben, gehen wir zum zum Allvater und schließen den auch noch ab. Und das ist die einzige Möglichkeit, wie man verhindern kann, dass man die einzelnen Dinger verliert. Weil irgendwie sich die nicht gegenseitig mögen. Weil die zwei sind sowohl bei dem Gott dabei, als auch bei dem Gott dabei. Und die zwei sind zum Beispiel sowohl bei dem, als auch bei dem dabei. Und irgendwie, wenn man den zum Beispiel und dann den macht, dann verliert man den da wieder. Oder so irgendwie. Ich weiß auch nicht, ob man es wirklich in dieser Reihenfolge machen muss. Vielleicht finden wir das heraus innerhalb des Spiels. Das könnte noch eine Weile dauern. So, wir haben dieses Buch gekriegt und wir haben noch immer diese blöde Kristallkugel. Vielleicht ruft uns die irgendwann mal jemand ab. Das ist ein ziemlich langes Buch. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt durchlesen soll. Ich werde es vielleicht lesen, wenn ich nicht im Ding drin bin. Vielleicht nur ganz kurz. The Lesser Gods, ja. There is a lesser god for every race in Arcanum. The noble lesser gods. Schau an. Tyrell, the elven god of wisdom. Before the advent of existentialism, the elven people were mostly mystics who worshipped natural deities. The most powerful of those deities was Tyrell, god of the trees. Ah, das ist wahrscheinlich in dem Diagramm der hier. Nehme ich mal an. Und die Sonne. Sonne. Tree. Ah, verdammt. Das wird mühsam, das sehe ich jetzt schon. Offerings to Tyrell were the small wooden statues known as Litany. Or houses of the soul. Solche werden wir noch finden, soweit ich mich entsinnen kann. Such idols, carved once a year by elven shamans, were said to hold the spiritual essence of the owner. Every year the litany were offered to Tyrell and then burned. Offering of the litany to Tyrell were believed to increase both intelligence and insight. Okay. Gestiana, Human Goddess of Love. Ja, da werden wir den Tempel auf jeden Fall noch irgendwo finden. Der ist nämlich in irgendeiner Stadt. Den Tempel von Tyrell, glaube ich, habe ich noch nicht gefunden gehabt beim ersten Mal spielen. Ich habe da aber auch damals nicht fertig gespielt, also so gesehen. Gestiana has been a central figure in human paganism. Bla 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 bla. Offerings at the altar of Gestiana were usually passion root. Passionswurzel. Okay. Which was believed to bring the giver increased beauty and charisma. Yay, das wollen wir machen. Passionswurzel. Aber wer das sein? Ach, das wird wahrscheinlich sie sein. Oder? Schon. Ah, die zwei Guten.
dann werden das da wahrscheinlich die Neutralen sein und das da werden die Bösen sein. Kann das sein? The Neutral Lesser Gods. Alberich, Stone God of the Dwarfs. Makal, the Bidokan God of the Hunt. To the altars of Alberich, Dwarfs bring chunks of lava rock. Lava rock. Vielleicht sollte ich mir das alles aufschreiben. Presents his anger, which can be terrible, but which is cool and light when all is well with his children. Dwarfs believe these offerings bring them increased strength. Na okay. Bidokan, denen sind wir noch nicht begegnet. Very little is known of the lizard-like nomadic Bidokan. Ah, das sind so Echsenmenschen. Ich würde mal sagen, das ist der da oben. Was wird der Steingott sein? Der hier? Vielleicht? Erstmal schaue ich mir das Buch doch fertig an, während ihr noch dabei seid. Ja, genau. Wenn sich irgendjemand besonders gut auskennt mit diesen Dingen, der das anschaut, dann soll er mir doch bitte unten reinschreiben, in welcher Reihenfolge ich das machen muss. They have language and the most elementary beginnings of culture, but beside that seem altogether wild and ferocious. Their simple religion revolves around deities they call the Snake Fathers, one of whom is a being named Makal, the god of the hunt. Before their daily outings to find food, Bidokan warriors believe that the offerings to Makal give them speed when hunting their prey. Truly, these are primitive people. Ein Hearthstone muss geopfert werden. So, Halfling God of Thieves. Oh, das ist wahrscheinlich das Ding, das ist wahrscheinlich die Hand. One of the most important halfling deities was Bolo, bla 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 bla. Halflings used to offer rings at the altars of Bolo. Na gut, Ringe werden wir wohl finden. Rings reminded them of the price that Bolo paid for his carelessness, as well as the skill he still possessed in his remaining hand. Ah, okay. Eine von seinen Händen ist abgeschnitten worden. Thieves who make offerings believe that Bolo helps them to move more quietly and helps them to open locks more skillfully. Das wäre wichtig, wenn ich bedenke, wie schlecht wir waren da letztens. Curlin, the golden god of gnomes. Gnomish history is well guarded, as are their most ancient beliefs and traditions. But a visit to any gnomish household will reveal at least one of their religious traditions. One will invariably find a golden statuette or likeness thereof of Curlin, the golden god. Okay. He sung the world into existence and the sun solidified into great veins of gold and silver. Curlin wanted only the coins that were made of his words, and so gnomish offerings were always of money. Na schauen, das ist einfach. Gnomes believe that the offerings brought them luck in games of chance, as well as a shrewd eye in business dealings. Also wird besser in Haggling und in, weiß nicht wie das andere heißt. Das ist jetzt nicht so wichtig, glaube ich. Na gut. Und jetzt noch die zwei Darker Lesser Gods. Shakar, the Orcish God of War. Das ist der obere, nehme ich mal an. It is rumored that an altar to the god still exists in the ruins of Kray. Ah, da müssen wir irgendwann mal, glaube ich, hin. Da war ich aber noch nie. An ancient city in the southeastern region of the Morbihan Plains. Offerings made to the Shakar were said to imbue the giver with unnatural willpower and prowess in battle. Und was muss man ihm offern? And they carried such bone-handled knives and swords.
Ah, sowas haben wir schon mal gefunden. Torg, God of the Ogre Heart. From the bodies of the children, he pulled their still beating hearts and ate them, bringing to himself all the pa best parts of them. Ugh. The ogres bring rubies. Rubine. Na gut, das ist auch einfach. A symbol of the fierce heart within their god. They believe these offerings bring them increased vitality and strength of body. Okay. Greater gods. Halcyon, the god of truth. We're always the branch. Olivenbaum. Which are most difficult to find in light of the destruction of the Morbihan Forest. Ah, okay, gut. Ein Olivenzweig wird also nicht so einfach sein zum Finden. Morindal, the God of Shadow Evil, is an integral part. Also, das ist der Mond wahrscheinlich. Integral part in any religion. Morindal, the God of Shadow, is represented in one way or another in all the bla 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 bla. There were many secret cults and religions that worshipped Morindal. But we know little about their practices, and perhaps that is for the best. We do know that they used the black diamonds from the Bangelian Deeps as offerings to their dark god. Okay. Schwarze Diamanten von den Bangelianischen Tiefen, wo auch immer die sein mögen. What it was expected to do, we don't know. Okay, er macht irgendwas, aber wir wissen nicht was. Khaitan is the daughter of the moon and the sun. Ah, das ist die neutrale Hochgöttin. It was said that Khaitan knew all things as well as their value. She was always smiling because most things were worth nothing at all. Worshippers of Khaitan offered to her the Geode. Ja, Geoden finden wir auch noch einige, which represented both the beautiful and the evil in the world. What was expected to the offering was unknown. Velorian Allfather. Das ist dann der letzte, den wir opfern müssen. If there were offerings made to Velorian, it is unknown what they were or what was expected of him, if the offering was made. Na schön. Das heißt, bei dem wissen wir gar nichts. Ja. Das können wir uns nachher noch durchlesen. Das lese ich mal alleine vielleicht durch. Vielleicht hilft uns das auch. Dann schauen wir noch weiter. Da gibt es noch ein paar andere Leute, mit denen wir reden können. Before you stands a tall, bookish man with spectacles perched on the top of his head. He's oblivious to your presence, as all of his attention is focused on a telegram. Suddenly he becomes aware of you, your presence, and looks up. Oh, excuse me. I get so involved in these telegrams people send me. I get questions from everywhere about demons. Amazing, really. Might I ask you a name? Yes, of course. You will have to excuse my excitement. I'm new to this whole phrenology discipline. My colleague, Professor Gershwin, is doing wonderful things in the field. By way of introduction, I'm Professor Ekin, scientician and expert of demonology. Scientician and demonologists? You're mixing magic and science? I'm a scholar involved in research, magic and science. Are the opposite sides of the same coin. To be truly knowledgeable, one must study a tremendous variety of things. Specialization is for insects and orcs. What can you tell me about demonology? Well, it concerns the study of demons, obviously. I was just thinking about a rather humorous one, actually name of Gorgoth. Can you tell me about it? Gorgoth was a mindless demon roaming the countryside. He had an insatiable appetite and would eat anything he came across.
And, he chuckles, this is the funny part, he happened upon a village of halflings and ate them all. It seems he had a sweet tooth for halflings. Huh, isn't that great? I guess. What happened to him? Oh, he was banished to some other realm or some such nonsense. That's what they used to do with troublemakers back in those days. Yeah, what can you tell me about your scientific endeavors? I wish there were more to tell, actually. I'm just scratching the surface of the new ways of scientificdom, such as my exploring of phrenology. Science will solve all the world's ills within 50 years, you know? Schauen wir mal. Und tschüss. Sehr ausgiebig war das ja nicht. Ein University Bookseller, das klingt ja gut. Welcome to the University Bookstore. May I help you? What sort of books do you sell here? Well, as I'm sure you're well aware, Tarrant University is an institution dedicated to the study of science. The books we sell here are about science and technology as well. I see. What help are these books, friends? The manuals that we sell are very helpful in learning general knowledge about a particular technological discipline. If you find yourself spending most of your time studying electricity, but are interested in learning a little something about chemistry, then the chemistry manual will give you a little added expertise without having to commit to a full degree in chemistry. Wer will kein full degree in chemistry haben? I think I'd like to purchase some technical manuals. The price is 750 coins per manual. Do you have enough money? Yup. Ah, verstehe, da kann man sich... Goodbye. Nachdem wir nicht Techniker sind, werden wir das nicht brauchen. Obwohl, als Techniker wäre das ziemlich cool. Vielleicht starte ich noch einmal ein Spiel ohne euch, wo ich als Techniker spiele. Als technisch begabte Frau. Halborg-Frau. Als Halborg hast du sicher urmies. So, schauen wir uns noch einmal diesen Dings an. Ogre. Org. Oder Org-Ogre. Weiß ich nicht, schwer zu sagen. Naja, was soll's. Ich glaube, wir haben eh schon wieder eine halbe Stunde um. Wir haben jetzt eine halbe Stunde hier in dieser Universität verbracht. Ärgerlich. Gehen wir noch ein Stück weiter. Vielleicht kann ich noch diesen Auftrag, einen Auftrag erfüllen. Oh, noch mehr University. Oh. Hörsaal. Na gut, da gibt's nichts. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals in einem Hörsaal war. Ah, da ist das Rathaus. Department of Water, Hall of Records. Wollen wir da rein jetzt? Nein, wir gehen dann noch, oder? Ja, machen wir das noch schnell. Ist ja wurscht. Pfeif auf die Aufträge. Dann machen wir Schluss für heute. Habe ich den jetzt wirklich angesprochen? Hello, sir. May I ask you some questions? I'll be leaving. Good day. Da kann man nichts sagen über das, was hier los ist. So, was haben wir da für einen Typen? Einen Menschen auf jeden Fall. What is it that you need? Wo bin ich? This is City Hall and I'm the Secretary of Department of Water and Power, good sir. What do you do here? We regulate the flow of water in and out of the city, track the power consumption of the various areas of Tarrant, and we maintain the sewers and the engines around town.
Ich glaube, ein ziemlich wichtiger Job. Ein ziemlich wichtiger Job. Thank you for your time. Good day. Ah, verstehe. Wir müssen noch nicht in die Kanalisation. Irgendwann einmal müssen wir nämlich in die Kanalisation rein. Okay, kein Bürgermeister. Der ist gerade irgendwo. May I ask you some question? Nö. Ich wollte nur fragen, wo der Bürgermeister ist. Gut. Oh, da sind elende Ratten drinnen. Pardon me, sir, but it would be best if you could wait and speak with me in the morning. Goodbye. Okay. Warum? Ist es schon zu spät? Naja, klar, das sind Beamte, die müssen nach Hause. Da sind Ratten drinnen. Vielleicht kann ich die Ratten killen. Das bringt sicher Punkte. Oh, es ist locked. Schade. Da ist ein Safe. Wir brauchen mehr Dynamit. Ratten und ein Safe. Safes sind gut. Safes brauchen wir. Na gut, war doch nicht so aufregend, dieses Haus. Da war jetzt nicht so viel zum Erkunden. Aber hier müssen wir wahrscheinlich noch einmal her. Auch zu der Tante da unten, weil wir suchen dann irgendwann mal jemanden und die hilft uns, den zu finden. Das ist nämlich so eine Art Meldeamt. Gut, an dieser Stelle, Herrschaften, werde ich für heute wieder aufhören. Das nächste Mal machen wir weiter. Wir erkunden die Stadt weiter. Es gibt noch wirklich viel zu sehen. Offensichtlich haben wir bei weitem noch nicht alles gesehen. Also da, dieses Haus, da waren wir noch nicht drinnen. Das haben wir irgendwie ausgelassen. Da herunten, diese ganzen Lagerhallen, haben wir auch noch nicht angeschaut. Irgendeine von diesen Lagerhallen ist der Panari-Tempel. Da, diese Lagerhallen haben wir uns noch nicht angeschaut. Das Haus haben wir uns natürlich auch noch nicht angeschaut. Da müssen wir im Endeffekt ja hin. Na gut, Herrschaften, wie schon gesagt, ich wünsche euch einen schönen Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes.